Was genau ist passiert? Ein paar Männer von der kaiserlichen Garnison in Rosaria haben in Marthas Rast Streit angefangen. Es floss etwas Blut, ein paar Knochen brachen. Das Übliche. Aber inmitten dieses Chaos verschwand Martha, ohne auch nur ein Wort. Sowas macht sie nicht, Clive. Da ist was faul. Denkst du, das war geplant? Aber sicher war es das. Seit dieser Sache in Eastpool hat Zambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten. Überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenke. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, wie ich befürchte, musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorge, Otto. Ich bringe sie alle sicher zurück. Vermaledeite Bilge! Ist alles in Ordnung? Abgesehen von den Löchern im Rumpf, alles ausgezeichnet. Bekommt ihm das Wasser im See nicht? Könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht ein, zwei Monate aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Nun, es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Aber für Pech brauchen wir Pechbäume. Nur, wie du sicher schon bemerkt hast, gehören Bäume zu den tausenden Dingen, die im Toten Land schmerzlich vermisst werden. Allerdings bin ich noch nicht dreist genug, dich allein in einen fernen Wald zu schicken, um ganze Stämme von dort her zu schleppen. Und deshalb werden wir eine gute Alternative brauchen. Zufälligerweise habe ich mal gehört, dass das wandelnde Dornengestrüpp an den Curlschweiffällen sich mit einer Art klebrigem Wachs überzieht, um Käfer und sonst noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Klingt einfacher als Baumstämme herzuschleppen. In Ordnung. Einfacher als Baumstämme zu schleppen. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut.
Das wird Obolus kaum benötigen. Ich soll... Endlich fertig mit kommen zurück sind. Und? Hast du das Wachs gefunden? Gefunden kann man es auch nennen. Oh, das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Argo? So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater. Bevor die Fäule kam, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt hab ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid. Was ist hier passiert? Verdammt. Wo sind die Fluchbrecher? Wir sind erstmal hier. Die Soldaten von der Garnison sind vielleicht... Suchen wir dir erstmal einen Heiler. Sid? Was machst du denn hier? Otto war besorgt. Er meinte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Zu Recht, wie es scheint. Das, kann man wohl sagen. Die Soldaten sind hier regelrecht eingefallen. Fast niemand blieb verschont. Martha hat anscheinend versucht zu schlichten. Aber dann wurde sie kurzerhand in Ketten gelegt und abgeführt. Abgeführt wohin? Die Spuren führen Richtung Trauerbucht. Zum Kloster, wo Marthas Träger versteckt sind. Diese Mistkerle. Wir nehmen die Verfolgung auf. Kümmert ihr euch um die Leute hier? Alles klar. Ach, da ist noch was. Einer der Männer sagte mir... dass die Soldaten eine Säuberung erwähnten. Mehr weiß ich auch nicht, aber es klingt nicht gut. Seid vorsichtig, ja? Ja, ihr auch. Cole hat recht. Das war keine Kneipenschlägerei. Da steckt mehr dahinter. Aber eine Säuberung? Träger sind kaiserliches Eigentum. Die Garnison allein wäre dazu nicht befugt. Also sind die Befehle von weiter oben gekommen. Diese Hurensöhne.
Vorne. Martha, bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die Träger aus ihren Betten gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Schwarzschilde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es hat in Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben und der hat alle Bürger verteidigt. Es ist wirklich grotesk. Selbst für Sandbreck. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand. Nein. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt alle schon verbraucht. Mörder! Ihretwegen haben die Träger sich... Halt! Die gehören nicht dazu. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben. Sich mit Feinden des Kaiserreichs zu verschwören, ist ein schweres Verbrechen. Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Und du nennst dich einen Schild! Hast du keine Ehre? Clive. Das haben wir gleich. Waren das jetzt alle? Ich denke schon.
Der Abt war nicht dabei. Vielleicht hat er überlebt. Der Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Clive, nicht allen. Wir sind Freunde von Martha. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde tot? Ja. Jeder Einzelne. Leider. Nur die hier. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosaria wird untergehen, wenn wir nicht handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte, dankt Martha von uns. Ich, das werde ich. Sid, wo bist du? Sid! Hier drin, hier ist ein Überlebender. Clive. Er ist tot. Wir haben den Abt bestattet. Aber die Träger. So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen. Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe. In Ordnung. Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Es hat uns gesehen, Torgal. Was rede ich da? Natürlich hat es das. Es ist ein fliegendes Auge. Ja!
Das hat es nicht kommen sehen. Das muss die Brücke sein. Mögen die Wellen euch eure Last nehmen und in die Ferne tragen. Und nun sind sie endlich frei. Ich hoffe es. Wie steht's ums Kloster? Alles erledigt. Die Leichen wurden verbrannt. Gehen wir zurück. Cole macht sich Sorgen um Martha. Alles klar.